Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 19 Torwartkarriere hier mit Greuther Fürth und das am Heiligabend. 24.12.2018. Keine Ahnung, wann ihr das Video seht, aber ich nehme es einen Tag vor Heiligabend auf und es kommt am Heiligabend online. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Festtage, die jetzt noch kommen, die jetzt schon waren, je nachdem, wie gesagt, wann ihr das schaut. Wir wollen uns jetzt gar nicht zu lange aufhalten. Wie gesagt, wunderbar, wenn ihr das Video hier am Heiligabend seht. Würde mich super freuen, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, frohe Weihnacht. Und ansonsten machen wir das Training. Ich mache es sogar selber. Wow. Ich wollte nämlich noch kurz erzählen, dass die letzte Folge, beziehungsweise die letzten zwei Folgen, absolut Kumpen. Warum ist denn der Trainer an? What the fuck? Dass die letzten zwei Folgen absolut komisch waren. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist, warum die Gegner, also ich weiß nicht, die waren ja auf einmal gut, dann wieder schlecht, dann wieder gut, dann wieder schlecht. Ich weiß nicht, was ich gerade mache, aber okay. Ja, jedenfalls die letzten zwei Folgen waren absolut crazy. Ihr könnt sie euch angucken. Ich verlinke einfach mal die letzte Folge rechts um beim i. Und in der letzten Folge habe ich auch die vorletzte verlinkt, quasi. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange keine Torwartkarriere mehr gespielt. Ich habe mir immer gesagt, hey, ich muss das jetzt wieder aufnehmen. Die Leute feiern das und ich habe Bock drauf, ich feiere es ja auch. Und ja, ich wollte, Alter, ey, ohne Spaß, was mache ich denn? Und ich wollte das unbedingt wieder aufnehmen, aber komme halt absolut gar nicht mehr dazu, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Und wenn, dann habe ich immer die Trainerkarriere in PES aufgenommen oder WWE, weil ich auf die beiden Projekte auch mega Bock hatte. Ja, ist halt lang her, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich wieder Torwartkarriere gespielt habe. Und ich stelle mich gerade an wie der letzte Spacken und verkackt richtig. Guck mal, was das ist, Alter. Der schießt mir aus jeder Position und durch alle Beine schießt er mir Tore. Okay, wir haben nur noch einen Versuch. Den müssen wir aber riskieren. Auch wenn es dann vielleicht noch schlechter ist. Aber das war ja grottenschlecht bisher. Also das ist ja unglaublich. Was ich noch sagen wollte, bevor ich jetzt das Ganze hier beende und das Training einfach selbst weitermache. Dass morgen ein neues Projekt kommt. Seid auf jeden Fall gespannt. Freut euch richtig drauf. Das wird mega, mega geil. Es wird ab morgen ein neues Projekt geben. Ja, ich hab's schon ab und zu. Das war jetzt endlich mal gut. Ab und zu schon angeteasert. So ein bisschen, was kommen wird. Vielleicht wissen es die ein oder anderen. Ich könnte ja gerne mal in den Kommentaren rätseln. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Das kommt, da kommt wirklich was super Cooles auf euch zu. Und ich habe richtig Bock auf dieses Projekt. Und wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen. Das ist echt mega nice. Und ja, das wird morgen wahrscheinlich auch 16:30 online kommen. Also würde mich auch freuen, wenn ihr da einschaltet. Auch wenn ihr über die Weihnachtstage natürlich immer was zu tun habt. Ich kenne das selber und ihr wisst es ja auch. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr einschaltet, denn das dürft ihr nicht verpassen. Das ist echt mega, mega nice. So, wir haben jetzt doch mal irgendwie halbwegs gut hier gespielt und haben zweimal das A geholt. Und die anderen Übungen mache ich jetzt aber schnell hier raus. So Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, viermal ein A zu holen. Und jetzt labere ich nicht mehr lange rum. Hab schon genug gelabert. Wir starten jetzt rein in die zwei Spiele. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich hoffe, dass es ein bisschen ja, ausgeglichener ist als in den letzten zwei Folgen. Aber schauen wir mal. Wir können eigentlich noch ein Training simulieren. Wir machen das jetzt nicht nochmal selber. Aber eins simuliere ich jetzt noch, bevor wir ins Spiel rein starten. Viermal ein C. Also man sieht, wenn ich es selber mache, ist schon ein bisschen besser. Aber wir wollen ja nicht zu krass zu gut werden. Zu schnell zu gut werden, so meine ich es. Ja, oh Alter, ich sehe gerade, wir spielen gegen Platz 1. Gegen den Tabellenführer der zweiten Liga. Gegen Bielefeld. Aber wir sind auch Vierter. Wenn wir gewinnen, holen wir die sogar ein. Okay, wir probieren es. Let's go. Alter, den hätte ich eigentlich fangen müssen. Also, es ist im Endeffekt wurscht. Oder, ja, es ist im Endeffekt ist es egal. Aber, ja, wäre halt cool gewesen, wenn ich dann mal eine Parade bzw. einen gefangenen Ball hätte. Und den hätte ich eigentlich haben müssen. Das war jetzt nicht so klug.
Oh, scheiße. Das war scheiße. Jo, was mache ich? Leute, es ist übrigens 11:30. Ich darf erstens beim Tor nicht ausrasten, obwohl ich das eigentlich gerne mache. Also wenn wir ein Tor schießen, meine ich. Und zweitens, wenn ich ein bisschen unkonzentriert bin, es tut mir leid. Nein. Ich sag nix. Ich sag nix. Ich will den kurzen Pfosten zu sehr decken und hinten steht er frei. Also mal, alter Junge, wie ich in den Pfosten gejumpt bin. Mal abgesehen davon, dass meine Abwehrmänner bei solchen Flanken auch nie was machen. Also, wenn solche Flanken kommen, schafft meine Abwehr es auch nicht, es zu verteidigen. Aber ich schaff's auch nicht. Ich habe mir in letzter Folge so viele Tipps reingeschrieben und ich war euch wirklich dankbar dafür, wie ich das vielleicht besser lösen soll mit den Flanken. Aber ich habe nicht trainiert, weil ich, wie gesagt, auch lange keine Torwartkarriere mehr gezockt habe. Und ja, keine Ahnung. Ich muss mir das erst angewöhnen. Ich muss das vielleicht ab und zu mal trainieren. Öfter einfach spielen und dann auch immer länger. Nicht nur irgendwie 2 Folgen und dann wieder 3 Wochen nichts oder so. Das ist auch doof. Ja, keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Außer, dass ich wahrscheinlich jetzt 2 Folgen aufnehmen und dann ist für mich schon Heiliger Abend, Alter. Dann nehme ich das sogar am 24. auf. Die Folge dauert ja schon so lange, dass es fast der 24. ist, wenn nicht sogar. Naja, egal. Ich laber es schon wieder viel zu viel. Komm, kriegt er denn? Nee, scheiße. Aber ich habe schon ein paar gehalten jetzt, nachdem wir das Tor kassiert haben, die jetzt nicht zu krass kacke waren, aber also gut waren die Schüsse mal nicht. Halbzeit in Bielefeld, ja. Auswärts weiß ich nicht. Waren wir auswärts stark oder nicht? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich hatte in Erinnerung, dass wir die ersten Spiele auswärts immer richtig, richtig gut eigentlich waren. Naja, Bielefeld Platz 1. Und wir haben uns ja nicht schlecht geschlagen. Wie gesagt, paar gefangen. Schau vorne Chancen, naja, Chancen vergeben kann man jetzt nicht sagen, weil so viele hatten wir dann doch nicht. Aber ja, der ein oder andere war jetzt nicht so schlecht, der ein oder andere Angriff. Jetzt vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Ich wollte schon wieder ausrasten. Ich muss weiß sein. Fuck. Das war schon viel zu laut, Leute. Scheiße. Ups. Ja, Mann. 1-1. Yes. Stark. Nice. Das sah aber wirklich viel besser aus als die Angriffe, was wir bisher gespielt haben. Kaum hat die zweite Hälfte angefangen. Keita Ruel, 49. Minute. Ja, da sind wir zurück. Stark. Nein. Das sind eigentlich so Dinge, die ich haben kann. Also klar, Pfosten rein kriegst du eigentlich. Ich glaube, wenn der Ball an den Pfosten geht, kriegst du ihn in FIFA nie. Aber das sind halt keine Flanken und die könnte ich eigentlich theoretisch haben. Ha, ärgerlich. 2 zu 1. Klar, Bielefeld, wie gesagt, gut. Ich bin ein bisschen zu weit unten gestanden und bin natürlich auch nicht groß. Ich weiß nicht, was für eine Größe wir haben, aber so groß bin ich, glaube ich, nicht. Ich hab's probiert. Aber der direkte Gegenschlag von Bielefeld 2 zu 1. Kein Plan, wie das passiert ist. Aber der Ball ist drin, yes. Wir hatten schon so viele Ecken, Leute. Das ist so krass. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist und den so reingehammert hat. Aber es hat geklappt. Nice, 2 zu 2. Wir sind wieder da. Es ist ein Hin und Her. Ich finde, das Game ist viel balanced. Viel besser gebalanced. Wie, keine Ahnung, ich verspreche mich heute die ganze Zeit, Leute, aber ich schneide es auch nicht raus, sehe ich gar nicht ein. Habe ich eh keine Zeit für, weil es ist schon Heiligabend und ich muss es für Heiligabend schneiden. Also, damit müsst ihr euch jetzt abfinden. Aber Bielefeld gut, Bielefeld mit Chancen, Bielefeld macht auch Tore und ist auch Platz 1, deswegen auch gerechtfertigt. Aber Fürth ist nicht im Untergang geweiht. Auch mit bockstarken Aktionen in der Abwehr,
Manchmal, nicht immer, aber manchmal, wie der jetzt gerade. Das war richtig stark. Ich meine, ich glaube, ich hätte ihn auch gekriegt, weil ich ein bisschen auf Zack war dieses Mal ausnahmsweise. Aber da muss ich im Tor bleiben. Da muss ich im Tor bleiben. Das war absolut mein Fehler. Aber ich sehe das nicht. Ich dachte, der Eckball kommt auf den kurzen Mann. Ich konnte das nicht einschätzen. Das war mein Fehler. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. Also Fürth macht Tore, hat Chancen. Bielefeld machen Tore, die haben auch Chancen und so. Naja, Fehler sind dabei. Ich habe lange nicht mehr gezockt. Ich bin nicht der beste Torwart. Bei Flanken sowieso nicht. So, die 3 Minuten Nachspielzeit sind auch rum. Das war's. Die Bielefelder haben das absolut cool zu Ende gespielt. Haben die letzten 20 Minuten nach dem Treffer einfach durch Ballbesitz verstreifen lassen. Streichen lassen. Ja. Passiert. 7 zu 7 Schüsse, 5 zu 4 aufs Tor. Relativ ausgeglichen, so habe ich das auch empfunden. So wollte ich das auch haben. Also irgendwie war das Spiel wirklich deutlich besser. Ja, deutlich besser halt einfach so vom Gefühl her als diese anderen Kracher, die auf einmal so richtig da 5 Tore, dann in der anderen Halbzeit 5 Tore oder so. Oh, sogar B im Training, obwohl ich es nicht selber gemacht habe. Ist ja der Wahnsinn. Jedenfalls war es ganz cool, das Game. Auch wenn wir natürlich jetzt. Oh, was? Wir sind 4 Plätze nach unten gerutscht. Von Platz 4 auf Platz 8. Mein gut, gegen Platz 1 kann man mal verlieren. Muss man halt aber nicht. Weil wir spielen jetzt gegen Platz 2 und sind jetzt nicht mehr Platz 4, sondern Platz 8. Also wir haben richtig Punkte verloren. Also Plätze verloren, nicht Punkte. Punkte haben wir halt 3 verloren. Ja, wie gesagt, kann mal passieren. Hätten wir uns aber nicht erlauben dürfen, scheinbar. Wahnsinn. Krass. So, dann halt das Spiel. Das muss es jetzt reißen. Gegen Darmstadt. Pah, sind halt auf Platz 2 hier in der Tabelle. Die sind auch gut. Und wenn wir wieder verkacken, dann überholen sie wahrscheinlich wieder irgendwie 5 Plätze oder so. Krass. Also in der zweiten Liga war es ja immer schon so, auch in echt, auch in-game, dass die Punkte immer so, also die Plätze so richtig so. Der letzte Platz ist vom ersten Platz so irgendwie 10 Punkte entfernt. In der Bundesliga in der ersten, da sind das irgendwie so 30 Punkte Entfernung. Also alles immer sehr eng in der zweiten Liga. Das hat man jetzt an diesem Spiel vorhin gerade gesehen. Oh, bisher sehr wenig Chancen und die war eigentlich eine der besten. Der hätte ja auch richtig gut gepasst, aber Torwart war natürlich da. Schade. Oh, shit. Führt jetzt am Ende der ersten Halbzeit deutlich mehr am Drücker, obwohl Darmstadt am Anfang richtig, richtig Gas gegeben hat. Und ich muss sagen, dass wir aber die besseren Chancen haben. Also Darmstadt hatte so ein paar Chancen, die sie daneben geballert haben. Also nichts Sehenswertes. Junge. Alter. Und auch nichts auf mein Tor. Also ich habe, glaube ich, noch nichts gehalten. Jetzt kommen wir. Wir haben jetzt so die gute Phase. Und ich muss sagen, dass wir die deutlich besseren Chancen haben. Und da schon gut und gerne einer hätte reingehen können. Wahnsinn, dass ich die paar Sätze jetzt ohne Versprecher drin gesagt habe. Ja, egal. Zweite Hälfte. Let's go. Den haben wir. Oh mein Gott. Was? Wen willst du eigentlich verarschen? Also in dem Spiel sehen wir ja wenig Paraden von mir, weil einfach Fürth die deutlich präsentere Mannschaft ist, was man von denen eigentlich gar nicht gewohnt ist. Aber dass wir es nicht hinkriegen, Tor zu machen, ist schon ein bisschen schade. Weil wir bräuchten die 3 Punkte dringendst. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Mann, der Torwart, den musst du jetzt mal einen reinlassen. Der sah auch so unelegant dabei aus, was er hier getan hat. Oh. Ja, Darmstadt deutlich zu schwach, wir zu unkonsequent. 0 zu 0. Schade, wie gesagt. Auf mein Tor war nicht so viel zu sehen. 2 zu 9 Schüsse, 0 zu 8 aufs Tor. Eieiei, das ist echt schade. Wir hätten die 3 Punkte gebraucht, es sollte nicht sein. Danke fürs Zuschauen, trotz den ganzen Versprechern werde ich jetzt noch eine Folge aufnehmen.
Und damit die nächste Folge auch schon mit Versprechen voll ist. Da spielen wir in der zweiten Runde im Pokal gegen den Hadersheim FC. Ich hoffe, das wird ein Sieg, weil wir haben in der heutigen Folge nicht gewonnen. Das ist scheiße. Naja, okay. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.